Die Hobbytheke mit Jan Pulst. Herzlich willkommen hier in der lustigen Hobbytheke, ausnahmsweise an Wintertour mit mir, dem Jan Pulst. Heute sind wir aufgrund der schlechten Wetterlage nicht in unserem Kölner Studio, sondern senden von draußen. Der Winter hat Einzug gehalten und überall ist das totale Schneechaos ausgebrochen, sodass ich mir zusammen mit meiner Redaktion überlegt habe, diese Sendung live aus meinem lang verdienten und bereits vor Jahren beantragten Skiurlaub live für Sie zu moderieren. Sagen wir so, ich wollte ja eigentlich Urlaub machen, aber mein Redakteur meinte dann, da wäre doch mal eine klasse Gelegenheit, aus dem Schnee heraus eine tolle Sendung zu machen. Ja, und so sind wir heute da. Wir befinden uns hier auf dem kahlen Asten. Das Ding ist 300 Meter tiefer als der Brocken im Harz. Der Begriff kahler Asten trägt dieser Ort zurecht, denn außer einer Gruppe von ca. 70 Skinheads, die keine 500 Meter von hier zu einem Konzert erschienen sind, ist hier absolut nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Im Volksmund redet man hier auch bei diesem Ort vom sogenannten Kotzbrocken. Ich glaube, es gibt nichts Langweiligeres, als hier rumzulungern. Oder Moment, es gibt doch was Langweiligeres. Den Düsseldorfer Karneval. Hier ist voll tote Hose sozusagen. Ha, das passt. Langweilig, Düsseldorf, tote Hosen, ha ha ha, da lache ich mir einen Ast. Ups, jetzt muss ich ja vorsichtig sein, was ich sage, denn die kahlen Äste, die kahlen Köpfe, die gucken schon leicht säuerlich. Die denken bestimmt, ich rede hier über das Commerzbank-Projekt von diesem komischen Tuffi. Wie war das noch? Nee, der hieß anders. Ich glaube, Campina. Ach nee, das ist dasselbe wie Tuffi. Genau, der hieß Campino, so war das. Ich dachte nämlich immer eigentlich Campinos, die lustigen Bonbons, aber egal. In Anbetracht der Tatsache, dass die ja die Punkfraktion vertreten oder eigentlich vertreten sollten, die sehen ein bisschen anders aus. Gut, hier handelt es sich natürlich um Luxuspunks in Luxusklamotten, die in einem Luxus leben. Aber das macht ja auch nichts. Ne? Ich meine, das ist genauso eine lustige Sache wie die lustigen Bonbons. Etwas Gutes hat das Ganze. So können die Düsseldorfer auch mal sagen. Wir haben was, mit dem wir uns mal ein bisschen brüsten können. Ha, ist das nicht gut? Ich meine, ich als Kölner, ich habe immer ein Späßchen auf der Backe. Ist Ihnen was aufgefallen? Es gibt Parallelen zwischen Punk und Bonbons. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Das werden wir mal in einer anderen Sendung besprechen. Meine Damen und Herren, keine Sorge. Wir reden hier heute nicht über die Dudenbuchsen oder wie man in Hochdeutsch sagen würde, die doofen Hosen, die toten Hosen. Nein, wir wollen was basteln. Und natürlich habe ich mir wieder einen Gast mitgebracht. Sie kennen ihn sicherlich noch von meiner letzten Sendung. Er ist der aus Berlin stammende fünfte Beatle und Betriebsratsmitglied Werner W. In Anbetracht der Tatsache, dass hier nur eine Wetterstation ist, besteht ja nicht die Gefahr, dass hier was passiert. Und so hat er heute wieder zugesagt, gesagt, als Gast mit zu mischen bei uns im Programm. Begrüßen Sie mit mir meinen Gast. Hallo Werner! Ba, 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 ba. Genau, ja dann Prost erstmal. Ba, 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 ba. Werner, ich glaube, dass bei dir aufgrund deines Alters und deiner Hose tote Hose ist, wollten unsere Zuschauer ja nicht unbedingt wissen. Naja, genug gesabbelt, wir weichen wieder vom Thema ab. Wie ich bereits erwähnte, wollen wir wieder was total Sinnloses basteln. Dem Wetter angepasst werden wir heute ein Wintersportgerät machen. Einfach gesagt, einen Schneeflug. Aber erstmal trinken wir beide uns noch ein lecker Glühwein. Ba, 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 ba. Na, dann Prost erstmal. Ah, lecker. So, nun gut gestärkt, können wir anfangen. Für unsere Bastelei brauchen wir nicht viel. Ein paar Gummibänder, diese finden wir an jedem handelsüblichen Gittercontainer hinter jedem Supermarkt. Dann benötigen wir noch einen alten Küchenstuhl. Na, einen mit vier Beinen am besten. Zwei paar Inline-Skates und ein paar Holzpaletten. Holzlatten, glaube ich, ne? Holzlatten war das. Redaktion, waren das Holzlatten? Ja, das waren Holzlatten. So, und ein paar U-Profile aus dem Trockenbau für die Abschussrampe. Führungsschiene. Als erstes nageln wir immer drei Holzleisten zusammen, sodass der Eindruck entsteht, wir hätten einen Transportkasten für einen Billardkö. Aber ohne Deckel. Davon kreieren wir zwei Stück. Nun setzen wir auf jedes Bein des Stuhls ein U-Profil und darin jeweils ein Inline-Skate, sodass der Stuhl auf Rollen steht. Zum Befestigen reicht ein normales Hansa-Plastpflaster auf der Rolle. Das findet man in jedem herkömmlichen Verbandskasten. Die gibt es übrigens schon für ein paar Euros in jedem Billigladen. Jetzt legen wir die beiden Führungsschienen so auf den Boden, dass der Stuhl mit den Inlinern in die Führungsschiene passt. Nun spannen wir rechts und links des Stuhls die Gummibänder, befestigen sie am Ende und fertig, ne? Naja, das Ganze dauert natürlich ein bisschen länger. Deswegen habe ich da vorne am Abhang schon was vorbereitet. Werner, bist du fertig? Ba, 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 ba. Also gut, dann setz dich mal auf den Stuhl. Ba, 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 ba. Ja genau, das sieht aus wie ein Katapult, ist aber ein Schneefluggerät. Ba, 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 ba. Nein Werner, das geht schon, vertrau mir. Das ist ein ganz neues Modell. Jetzt rutsch mal so weit zurück, dass die Gummis auf Spannung kommen. Ba, 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 ba. Ja noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ba, 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 ba. Weiter, so, reicht. Werner, ich zähle jetzt bis drei und wenn ich zu Ende gezählt habe, reißt du mit einem Satz beide Beine hoch. Ba, 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 ba.
Genau so. Liebe Zuschauer, haben Sie das gesehen? Der Mann hat einen super Schneefluch hingelegt. Mann. Ich denk mal, wenn wir nachher runter ins Tal fahren, dann wird die Bergrettung ihn schon befreit haben. Ha, wie lustig. Was soll ich sagen? Das war's für heute. Ich hoffe, Sie hatten wieder einen Riesenspaß. Ich hatte den. Ob der Werner den auch hatte, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, die lustige Hobbytheke mit mir, dem Jan Prost, pützt. Tschüssikowski!